Eine Droge, die ich bis heute noch nicht probiert habe, ist Speed. Deshalb probieren wir heute Speed aus der Steckdose. Der Grund, warum ich ab und zu Drogen nehme, ist hauptsächlich der, dass es fantastische, aufregende Erfahrungen sein können. Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, Achterbahnfahren sind Aktivitäten, die die menschlichen Sinne auf ähnliche Weise überwältigen können wie Drogen. In dieser neuen Videoreihe möchte ich genau solche drogenfreien Möglichkeiten des Adrenalin-Boosts erkunden. Heute schauen wir uns den Rausch der Geschwindigkeit genauer an und testen dabei unter anderem das schnellste Elektroskateboard der Welt. In diesem Video werden die unterschiedlichen Fahrzeuge in sämtlichen Preiskategorien getestet. Aber das mache ich nicht allein. Yo, wir haben uns jetzt hier zusammen gesammelt, damit wir jetzt hier die krassesten E-Skateboards und Elektrofahrzeuge testen können. Ich habe einfach auf Instagram euch gefragt, ob ihr Bock habt mitzumachen. Und diese Leute haben sich hier bereit erklärt, die Dinge zu testen. Und jetzt legen wir los. Für 100 bis 200 Euro kann man sich schon ein kleines Elektroskateboard oder ein Hoverboard kaufen. Die sind zwar mit ca. 15 bis 20 km/h nicht sonderlich schnell, aber machen durchaus Spaß. Mit der Zeit geht's, ja. Ja, für 100 Euro ist das eigentlich echt gut. Das drückt schon ordentlich drauf auf das Gas. Bringt echt Spaß. Ja, macht schon Spaß. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich wackelig, aber auf jeden Fall lustig. Boah. Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht so meins. Eigentlich ist das jetzt echt, ich muss meins wieder rausholen, glaube ich. Ist eigentlich ganz lustig, ja? Ja, nee. Oh, ich dumm, Mann. Für knapp unter 1000 Euro gibt es schon E-Bikes aus China, die durch den Gasgriff besonders spaßig sind. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei knapp über 30 km/h. Hier gibst du Gas. Also man kann auch fahren, ohne zu treten bei dem, oder wie ist das? Ja, genau. Das ist geil, ja. Ja doch, das hat schon was, ja. Ja, das ist echt geil. Oh. Ja, Mann, Digga, das zieht ja übelst. Ja, Mann, das ist echt nice. Nice! Elektrofahrräder sehe ich noch nicht in meinem Alter. Für ca. 1000 Euro gibt es ein One-Wheel. Mit 25 km/h ist es jetzt nicht herausragend schnell, aber die Hauptattraktion des One-Wheels ist das elegante Fahrgefühl. Okay. Hui. Ja, geht schon. Ist auf jeden Fall nice, aber naja. Naja, geht schon. Ja, es ist, glaube ich, schon nice, wenn man länger damit übt. Bevor wir zum schnellsten Skateboard der Welt kommen, möchte ich darauf hinweisen, dass alle Aufnahmen auf Privatgelände entstanden sind. Denn die meisten dieser Geräte haben keinerlei Straßenzulassung. Da will ich einmal ein Video machen, das nichts mit Drogen am Hut hat. Und ich bewege mich wieder am Rande des Gesetzes. Legalize E-Skateboards und E-Bikes. Kommen wir nun zum schnellsten E-Skateboard der Welt. Das Mipo Hurricane mit einem Preis von 1699 Euro. Das Skateboard fährt bis 56 km/h schnell. Okay, theoretisch ist es von der Höchstgeschwindigkeit nur das sechstschnellste Board der Welt, aber in Sachen Beschleunigung ist es ganz oben auf der Liste. Genau das Richtige für dieses Video, denn eine krasse Beschleunigung löst eher einen geilen Adrenalinkick aus als hohe Geschwindigkeiten. War es zu fies von mir, dass ich allen Zuschauern das Board ohne was zu sagen in der höchsten Beschleunigungsstufe übergeben habe? Oh Gott. Das hat so viel Bums. Das ist echt schnell. Also das ist wirklich nichts für Anfänger. Es ist so schnell. Nee, das macht schon Spaß. Hätte ich das Geld, würde ich mir das auch, glaube ich, kaufen. Ja, ist auf jeden Fall mega witzig. Also ich würde es mir auch kaufen. Fun-Faktor auf jeden Fall am besten, glaube ich, von den allen. Ja, aber es ist eigentlich schon lustig, ja. Alter! Das wäre nicht passiert, wenn er den Projektor 3000 im Open Mind Shop gekauft hätte.
Oh shit! Junge! Holy shit! Zum Glück habe ich das gerade noch so drauf. Holy shit! Wenn man noch nie auf dem Board stand, ist es schwierig sich vorzustellen, wie heftig diese Beschleunigung ist. Es fühlt sich wirklich so an, als würde jemand einem den Boden unter den Füßen wegziehen, um einen zum Fallen zu bringen. Am Anfang kommt es einem so vor, als wäre es unmöglich, bei durchgedrücktem Gas auf dem Board stehen zu bleiben. Also übte ich die nächsten Tage das Beschleunigen in den niedrigeren Stufen, bis ich mich dann irgendwann bereit fühlte, es nochmal in der höchsten Stufe zu probieren. Ja, das war das erste Mal, dass ich die Anfahrt mit vollem Boost geschafft habe. Wow, holy shit! Wow! Scheiße, ich trau mich teilweise nicht. Es folgten viele weitere Male, aber bis heute muss ich mich da immer dazu überwinden, weil man schon auch gut Schiss bekommt. Ich weiß nicht, ob man sich da je dran gewöhnt. Mit einem Tachometer habe ich gemessen, dass das Biest in 3 Sekunden auf 30 km/h beschleunigt. Das ist schneller als manche Menschen laufen können und auch schneller als Skateboards, die langsamer fahren als dieses. Irgendwann kam dann so der Moment, wo ich mich gefragt habe, was ist eigentlich gefährlicher, mit 50 auf einem E-Skateboard fahren oder irgendwelche Drogen testen? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Von all diesen eben getesteten Geräten macht mir dieses Skateboard am meisten Spaß und ich verbringe zurzeit immer den kompletten Nachmittag mit dem Board. Okay, der nächste Preissprung wird sehr groß und zwar werden wir zum Abschluss die Geschwindigkeit von einem Tesla Model 3 Performance testen, welches es zurzeit ab 61.000 Euro zu kaufen gibt. Next Move war so nett und hat mir dieses Auto für das Video ausgeliehen. Es gibt kaum was Schöneres, als sich Reactions auf die Tesla-Beschleunigung anzuschauen. Vicky, was? Jetzt, gut, jetzt geht's, glaube ich, immer schön. What? Fuck! Okay. Krass. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wusste, dass dein Tacho auch noch dieses Simon, what the fuck? Du vollständige Daten angegeben hast, und ich so... Wow, Alter. Nein, Simon, Simon, Simon! Fuck you! Fuck you! 3, 2, 1, 8. Yo. Holy shit! Steig, gucken, fahren dran. Oh, Alter! Digga! Ich hab mich richtig erschrocken! Alter, das ist halt echt krass. Nein, Simon! Holy shit! Danke an Next Move. Wenn ihr irgendwas über Elektroautos wissen wollt, dann checkt ihren Channel aus oder leiht euch ein Elektroauto von ihnen aus. Das ist ein guter Weg, um zu schauen, ob ein Elektroauto im Alltag für euch funktionieren würde. Mir hat das Ausleihen des Autos von ihnen auch sehr bei der Entscheidung geholfen. Ohne E-Auto-Erfahrung hat man ja besonders bei längeren Strecken Sorgen, aber eine Testreise nach Berlin war wirklich kein Problem. Ja, ich wurde darin bestätigt, dass es nach dem Test Zeit wurde, mir einen Traum zu erfüllen. Ja, Mann, wir sind jetzt angekommen, Leute. Und jetzt holen wir mal mein Auto. Wir haben noch eine halbe Stunde bis zur Auslieferung. Zutritt nur für eine Person. Ich kann es doch gar nicht glauben, so, oh mein Gott, so, ich kann... Oh mein Gott, ich kann nicht nur, das ist mein Auto! Yeah! Ah! Yeah! Schon, ich versuche die Kamera auf dich zu richten und die Kamera ist hier. Das ist mein Auto! Mein erstes Auto! Ist doch da vorne schon das Goldene. Ich hab durchgehend Glücksgefühle in meinem Körper. Es ist so, als hätte ich eine Droge genommen. Mein Schweiß ist größer. Gott, Leute!
Es war fast eine Art Running Gag auf diesem Kanal, dass ich sage, dass ich mir mal einen Tesla holen will. Weshalb jetzt der neue Running Gag wird, dass ich mir mal einen Model S Plaid holen will. Doch warum finde ich Tesla so geil? Als ich zum ersten Mal 2018 mit dem Tesla von meinem Vater fahren durfte, war ich sofort begeistert. Tesla hatte mich schon bei der Beschleunigung, aber dann bietet das Auto einfach noch so viel weiteren Schnickschnack, den es nur bei Tesla gibt. Netflix und YouTube schauen, integriertes Spotify, Autorennen spielen, die Ladeklappen öffnen, indem man öffne Arschloch sagt, seine Hubgeräusche ersetzen, aus der Entfernung die Tesla-Kameras aktivieren und wenn wer vorbeigeht, was durch die externen Lautsprecher sagen, um die Passanten zu verwirren. Hey du, verpiss dich von meinem Auto. Der Campingmodus, das Lichtspektakel, dass das Handy als Autoschlüssel fungiert, Over-the-Air-Updates, Supercharger-Netzzugang, Karaoke-Modus, einen vorderen Kofferraum, das durch den PIN gesicherte Handschuhfach und am wichtigsten die Pupsgeräusche beim Blinken. Das hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, aber besonders wenn es mir nicht so gut geht, chill ich einfach mal 1 bis 2 Stunden in dem Auto, ohne rumzufahren, weil es mich irgendwie beruhigt. Also danke auch an alle, die je was im Open Mind Shop gekauft haben oder kaufen werden. Weil ich jetzt ein Auto habe, bin ich viel flexibler und kann daher geileren Content für euch machen. Für das nächste Video bin ich beispielsweise extra nach Tschechien gefahren, um dort zum ersten Mal mit einem Pornostar Speed zu konsumieren. Also diesmal das richtige Speed, also Amphetamin, nicht so wie das Wortspiel hier in diesem Video. Viele fragen sich jetzt auch, Simon, was für ein Tesla hast du dir da jetzt eigentlich genau geholt und wie war das bei dir mit den Spaltmaßen? Die meisten Teslas werden doch mit schlechten Spaltmaßen ausgeliefert. Diese Infos erfahrt ihr, wenn ihr hier auf das Video von Autoteile Zimmermann klickt. Da wird mein Tesla auf alle Fehler untersucht und hier geht es zu Next Move.